Herzlich willkommen zu einem ganz kurzen kleinen Video. Es geht heute um Wollklett-Überhosen, um unterschiedliche Modelle. Und zwar habe ich die Anfrage von einer Kundin erhalten, was denn der Unterschied jetzt ist zwischen der Designer-Wollwalk-Überhose und der Popolini-Wollwalk-Überhose. Und dann kam auch noch die Frage nach dem Wollwickel auf. Und da dachte ich mir, ich mache am besten gleich ein kleines Video und dann kann ich diese Frage der Kundin besser beantworten. Dann kann sie das nämlich gleich viel besser en Detail sehen. Die Frage der Kundin ist jetzt also, wie unterscheidet sich der Wollwickel, früher auch Wollwickel Amsterdam genannt, von der Designer-Walk-Überhose oder eben von der Popolini-Wollwalk-Überhose, von der Popolini-Woolwrap. Und das möchte ich dir jetzt hier zeigen. Ich fange an mit der Designer-Überhose. Das ist jetzt eine kleine Größe, die kleinste ist in der Größe 62-68, richtet sich also nach der Konfektionsgröße, nach der Kleidergröße des Kindes. Und du kannst sehen, sie hat extrem breite und weiche Abschlüsse hier. Das verläuft also hier am Rücken und den Beinausschnitten. Vorne am Bauch ist es nicht. Es ist ein Wollwalk, der wirklich ganz stark an die Qualität auch erinnert, die Disana auch bei seiner Kinderbekleidung verwendet. Vielleicht kennst du da die Jacken oder Hosen von Disana. Es ist ein einlagiger Stoff, nur in der Mitte hat die Walküberhose noch einen zweiten Streifen eingenäht. So, und die Bündchen sind auch aus Wolle und die sind sehr breit. Und die sind also wirklich hier so ganz klassisch bündchenmäßig gestrickt, wie du das eben auch von einem Pullover kennst. Hier vorne gibt es ein Stück breiten Klettverschluss. Und da gibt es eben hier diese schmalen und die werden dann so geklettet. Es gibt nicht die Möglichkeit, die Hose zu überkletten. Also hier fehlt das dann. So. Und die Überhose, die ist recht breit geschnitten und auch recht voluminös geschnitten, sodass hier also wirklich sehr gut die Bindewindeln von Disana, aber eben auch Mullwindeln und auch natürlich Höschenwindeln darunter passen. Die sind wirklich extrem weich hier. Also das findet man wirklich bei fast keinen anderen Überhosen, dass das dermaßen weich und anschmiegsam dann eben liegt. Es kann natürlich sein, wenn du ein Kind hast, das ganz zart gebaut ist, das ganz dünne Oberschenkel hat, dass es dann hier einfach zu breit ist. Da gäbe es einen Trick. Du müsstest dir hier innen drin irgendwie oder von außen auch ein Gummiband befestigen, sodass du hier noch einen gewissen Zug, einen zusätzlichen Zug erreichst, sodass es dann noch enger abschließt. Aber das würde ich wirklich nur dann machen, wenn es gar nicht anders geht. Als nächstes jetzt der Wollwickel und da kannst du hier von außen schon sehen, dass der Klettstreifen hier vorne schon wesentlich breiter ist als bei der Designer-Überhose. Hier nochmal das zum Vergleich, ja, das ist ungefähr, sind das 3,5-4 cm bei der Designer-Überhose und das hier sind also bestimmt 15 cm, die hier eben an Klett, an einen ganz feinen Klett, den weiß ich gar nicht, wo man den herbekommt, sonst würde ich den für den Shop einkaufen, dass man eben, dass der hier vorne ist. Und da kann man eben auch die Hose sehr gut, sehr individuell noch einstellen in der Breite. Du siehst hier die Knöpfe, das ist ab der Größe 3 der Fall, dass es eben noch zusätzliche Druckknöpfe gibt, damit die Kinder sich das nicht selber aufreißen. Die kleineren Größen, die haben diese Knöpfe eben nicht. So, und jetzt gehen wir uns das mal innen drin angucken. Auch der Wollwickel ist in der Mitte verstärkt durch eine Lage, die wirklich sehr schön versteckt eingenäht ist. Die geht dann wirklich hier vom Rücken im Schrittbereich komplett abgedeckt und auch hier vorne im Bauchbereich ist das auch. Es ist also zweilagig und das ist ein ganz, ganz feiner Wollwalk. Der ist ganz dünn. Du siehst jetzt hier, die Beinbündchen sind völlig anders gearbeitet als bei Disana. Das nochmal zum Vergleich. Das ist das Disana-Bündchen. So, und jetzt hier bei dem Wollwickel ist wirklich ganz
klassisch, wie das viele kennen von Pullüberhosen, ein sogenanntes doppeltes Beinbündchen eingearbeitet. Das ist aber eine Kunstfaser, das ist keine Wolle. Diese Beinbündchen, das fragen sich ja auch manche, warum es diese doppelten Beinbündchen gibt, die dienen wirklich dazu, eben auch genügend Stoff da quasi mit aufzufangen. Und je nachdem, wie das Kind gebaut ist, sitzt diese Überhose dann einfach an dem Kind besser. Es gibt Kinder, denen passen doppelte Beinbündchen überhaupt nicht. Da bringt es das gar nicht. Und bei anderen ist das aber wirklich sehr hilfreich. Man sieht jetzt aber auch, dieses Beinbündchen ist eben hier noch von so einem elastischen Einfassband eingefasst. Und das könnte jetzt so ein Punkt sein. Ich meine, ich finde das sehr weich und sehr schön elastisch. Aber das könnte so ein Punkt sein, dass eben auch bei manchen Kindern nicht optimal ist, weil es einfach zu eng anliegt. Aber das ist wirklich bei jedem Kind so unterschiedlich, das muss man ausprobieren. Hier hinten hat der Wollwickel dann auch das Gummiband ganz raffiniert eingearbeitet. Das ist quasi hier an dem Verschlussstück befestigt, geht dann quer über den Rücken und ist hier auch wieder angenäht. Wenn ich das hier so rausziehe, so, also da, so rüber würde das, da siehst du, wie elastisch das ist. Und sollte das mal defekt sein, kann man sich das auch selber ersetzen. Ne? Das wird dann einfach nur abgeschnitten, das neue angenäht, durchgezogen, an der anderen Seite auch befestigt. Ja, das ist der Wollwickel Amsterdam. Der lässt sich auch nicht überkletten. Aber eben dadurch, dass dieses Klettbündchen hier so breit ist, kann man das sehr schön etwas individueller anpassen. Dann passen zwar nicht immer die Knöpfe, aber das ist ja auch nicht immer notwendig mit den Knöpfen. Und als nächstes hier der Woolwrap von Popolini. Die haben das jetzt komplett anders gelöst mit den Beinbündchen. Und zwar liegt hier zum Beispiel die Naht außen. Also da denkt man zuerst, das ist ja falsch angenäht, aber das ist mit Absicht, sodass die Naht eben außen liegt, damit die jetzt nicht an die Babyhaut drückt. Hier gibt es einen Klettverschluss, der geht auch über die gesamte Bauchseite und hat hier so kleine. Und hier gibt es auch die Möglichkeit, dass man das überklettet. Auch der Popo Wrap ist eine größenabhängige Überhose, gibt es also nicht in der One-Size-Größe, sondern in unterschiedlichen Größen. Kleiner Tipp, wem das jetzt mit den Druckknöpfen beim Wollwickel gut gefällt, der kann sich natürlich hier auch selber Druckknöpfe noch dran setzen. Das geht mit einer Snap-Zange und den Cam-Snaps, das funktioniert. So, innen drin ist es auch hier zu sehen, dass die zweite Lage Wolle komplett über die gesamte Breite vom Rücken, Mittelteil und Bauchteil eben geht. Und hier siehst du jetzt, hier ist das eben jetzt schön glatt, der Abschluss dem Überhosenstoff und dem Bündchen, denn die Nähte liegen ja außen. Das hier ist jetzt auch ein Bündchen. Das ist wesentlich stärker als das von Disana. Hier nochmal zum Vergleich. Disana, sehr locker. Und das von Popolini ist wesentlich, wesentlich straffer. Es ist weich, aber es ist härter. Das fühlt sich einfach härter an. Das ist wirklich extrem weich. So, aber dadurch schließt das natürlich auch super ab. Hier oben ist der Gummi versteckt eingearbeitet im Rückenbereich, anders als beim Wollwickel. Könnte sich aber auch sehr leicht ersetzen lassen. Dafür müsste man nur hier das auftrennen. Das ist nicht schwierig. Alle drei Überhosen gibt es in unterschiedlichen Konfektionsgrößen, werden nicht in einer Eingrößenversion angeboten. Wenn ich mir jetzt nochmal angucke, welcher Stoff jetzt am weichesten ist, welcher ziemlich starr ist, dann muss ich sagen, die Popolini-Überhose, die fühlt sich am steifsten an. Also die ist wirklich ziemlich fest, dadurch auch dicht natürlich. Der Wollwickel ist sehr viel dünner und fühlt sich viel weicher an. Wobei der Wollwickel wirklich dafür bekannt ist, dass er extrem dicht hält. Also das
ist ein Geheimtipp seit vielen, vielen Jahren, gerade auch für die Nacht. Wollwickel als Überhose, gerade für die Nacht, der ist so dicht. Also das ist echt erstaunlich. Das ist wirklich ein ganz tolles Material. Und ich finde, der wird absolut unterschätzt, nur weil er nicht in Farbe erhältlich ist oder was. Die Sana-Überhose, die ist auch sehr weich, kuschelig regelrecht, ist dicker als der Wollwickel vom Material her, ist auch sehr, sehr dicht. Ja, und liegt quasi so in der Mitte zwischen dem Wollwickel der Popolini-Hose von der Dicke des Stoffes, würde ich jetzt mal meinen. Welche Windel werden für die jeweilige Überhose genommen? Da ist zum Beispiel bei der Designer-Überhose die Bindewindeln, Mullwindeln oder eben Höschenwindeln. Der Wollwickel eignet sich sehr gut eben mit der Lenya-Frotte-Windel, aber auch mit anderen Faltwindeln. Natürlich auch geeignet für Bindewindeln oder aber eben Mullwindeln. Die Popolini-Wollüberhose eignet sich auf jeden Fall für dicke Höschenwindeln. Popolini selber hat ja auch ein großes Angebot an Höschenwindeln, gerade in dem One-Size-Bereich. Und die sind dafür bekannt, dass sie doch ziemlich, ja, viel auftragen, ein recht dickes Windelpaket machen. Hier passt also ordentlich was drunter, eignen sich selbstverständlich auch für Bindewindeln oder für Faltwindeln. Die können alle dann darunter verwendet werden. So, das war jetzt also das Video über die drei Wollwalk-Überhosen von Popolini, die Sana und vom Wollwickel. Und ich hoffe, dass du jetzt besser weißt, wo die Unterschiede liegen, wie sie so aussehen. Und ich hoffe, dass du jetzt eine bessere Auswahl für dich selber treffen kannst. Also, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Mach's gut, bis bald. Tschüss.